that light? It's coming from inside Origin. No, the cries of Mobius. With the sheer ferocity of it. Noah. Mio. So he didn't disappear back then? Mm-mm. They were inside, with us. Think about it. They're still really the same people. We were conceived from regret. Sorry. Unlike you, who sprung forth from hope. Regret is our be-all and end-all. If only we'd made the right choice. If only things had been different. Blindly, we never try to change ourselves, wishing only that the world would instead. We clung to the egotistical dream of being together forever. But that's only natural! Anyone would wish for that. Nothing to be ashamed of. Thank you. But now, our prolonged existence here, it only serves to strengthen those within this frozen moment in time who would keep it thus. So you see, we have but one choice here. Stop it! M! M! Don't do it! We'll think of a way to deal with Mobius! What you see over there, it's not Zed or Mobius. But a single, intense desire. Your thoughts, they can never affect a desire. But we who embody that very same desire. You can just stay here! Please, stay! Walk this world with us! We can walk it together! Noah's right! You've done enough! You don't have to do this! You could finally be here together! Such kindness. Your eyes, they brim with it. I ask myself, were our eyes the same on that day? No, Mia, though we came from different worlds, we were able to leave a life behind. It was our hope for the future. Our hearts and our dreams intertwined. And we were given the chance to weave new life. And therefore, it's all good. Believe in yourselves. All of you. Will certainly reach heights that we were unable to. You guys can surely make it. You can take our place in the future.
Zed and the other Mobius. They wanted to protect the world too. That's why they created one they could control. I see where they were coming from. That's something that we feel almost every day. Having to change, to continue to change, that spark is scary. But we can say this. Even if we are reborn later, right then, what we think and feel that moment is real. To sacrifice that is never the right way. If you can't be true to yourself, then you're doing something wrong. Are you content with your decision? Very soon, the stilled flow of time will restart. You can change your mind if you act now. You did not just tell us to become Mobius. Yeah, can you even imagine? Noah? Why are you wavering, Noah? Some want to go on, and some want to stay. In this world, there are so many mingled desires. But do we? Does anyone have the right to choose? Oh, don't you start minding us now. Just having the chance to be born in that world you make, that'll be plenty. So, you know, you just gotta do it your way. Gondor. Though if I can, I might want a better name, eh? Noah, all of us here want the same thing. It's how the future should be. Yeah, you're right. The future is right there. Believe in the actions you've taken, in your friends. And above all, you should believe in yourselves. Well then, the answer's simple. Come on! Ain't got all day. Yeah, I know. Right with you.
I realized there's something I haven't said yet. Oh, yeah? I haven't thanked you. What's this now? Thank you for sticking with me. Without you by my side, I'd never have made it here. Oh, come on. You had to say that? I'm serious here. I know you are. Huh? Listen, Noah, I feel just the same. Without you, I think my wishes would never have come true. I see. I guess so. Hmm. So I'll say it too. Thank you, Noah. Truly. We weren't half bad as a team, were we? Yeah, passable, for sure. Just passable? I'm sure you meant unsurpassable, right? Oh, I think I'll let you decide the passing grade, Lancey. Ah, come on, weirdo. Guess we won't be working out together anymore. Yeah. I'm not keeping tabs, but don't you slack off. I am not gonna slack off. I'll train every day, thinking of you. Yeah. Same here. Here. What's this? A herbal tea recipe. You have to dry your own leaves. You should manage. Isn't this kind of pointless? Pointless? I mean, if the worlds are going to drift apart again, this paper won't last. I considered that, of course. The paper and the ink, it all comes from your world. And the leaves for the tea? Even those and all? What do you think? We'll check you out. Who am I if not scrupulous? Who? Well, you're my best bud. Fourth best, to be exact. Only fourth? Huh. Wait a minute. There's Noah and Lance. Did she count Joran? Oh, why am I only listing guys? Just chill out, Tyon. What's up? Is there a problem? At least put me second or even third. Fourth seems a little harsh. I'll think about it. Goodbye. Yeah. Still, even if we're worlds apart, I swear I won't. I won't let go. Not ever. I'll always be with you. Our feelings, forever interlinked. Wherever we are. Yeah. Wherever we are. Our worlds in their current states are still young. If in passing, they do themselves harm, I suppose even then they cannot but carry on. Still, I have faith. Even if now we become separated for a time, one day we'll surely get to walk hand in hand again. Everyone, thank you. I will see you soon then. I see you smiling there.
One day, I'll come see you. I promise. Me too. One day, I promise. This is the truth of our world. Memories melt in the morning light, and then a new day begins. Roads stretch out before us. So many paths. Which do you choose? That's up to you. Sometimes you might run astray. You'll stop, maybe cry in frustration. But you know, that's all right. For the roads, they go on without end. So look up, face forward, toward your chosen horizon. And just walk on. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, ich bin gerade echt total kaputt im Kopf. Mein Hirn rafft irgendwie fast schon gar nichts mehr. Was war das denn bitte für ein abgefahrenes Ende? Alter, ich muss erstmal wirklich verarbeiten, was hier abging. Ich meine, was habe ich da alles jetzt gerade gesehen? Erstmal die Tatsache, die Welten wurden ja natürlich am Schluss getrennt, hat man ja wirklich hier bemerkt. Dann wurden jetzt leider Kevis und Agnes leider voneinander auch getrennt. Aber hoffentlich ja nicht für immer. Hoffentlich können sie wirklich ihren Schwur einhalten und wieder zusammenfinden. Und zwar allesamt. Und Mann, was dann eigentlich auch noch so alles da los war. Vor allem jetzt eigentlich auch wegen Melia und Mia. Was wir da noch am Ende gesehen haben. Melia in ihrem Schloss hat zum Beispiel ja die Monado-Kopie von Shulk erstmal nochmal betrachtet. Sie hat sie also die ganze Zeit über all die Jahrtausende hinweg aufbewahrt. Und dann war da ja auch noch am Ende Nia. Und natürlich diese komische Kapsel, die sie geöffnet hat und aus der auf einmal Poppy Alpha rausgekommen ist. Alter Schwede. Und dann war ja natürlich noch etwas, und zwar dieses Bild, das Nia betrachtet hat, mit allen Charakteren aus Xenoblade Chronicles 2 da drauf. Allerdings natürlich älter, zumindest was Rex betraf. Und was ich dann da auch noch gesehen habe, Mithra, Pyra und auch Nia hatten alle jeweils ein Baby im Arm. Und oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn ich jetzt erstmal darüber nachdenke, wer da wohl der Vater ist, aber ich denke mal, das ist mehr als offensichtlich, aber Alter! Wirklich alle drei? Das ist ja echt heftig gewesen, also da muss ich echt schon mal sagen, Hut ab, Rex, du warst echt fleißig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, dieses Spiel, es hat mich jetzt nochmal am Schluss richtig fertig gemacht, ich glaub es einfach nicht. Aber trotzdem, ich kann es nicht anders sagen, also ich dachte ja echt schon, die ersten beiden Teile waren ja eigentlich ja nur so richtig Flash-Material. Aber das hier am Ende, das hat es eigentlich tatsächlich in gewisser Weise nochmal ordentlich getoppt, finde ich. Was die Story anging, war einfach wirklich einfach unglaublich. Ich kann dafür einfach kaum Worte finden. Wenn man bedenkt, wie es alles anfing. Erst einmal natürlich diese eine Szene ganz am Anfang, wo jetzt plötzlich natürlich die Zeit anfing, stillzustehen. Also quasi das war das ewige Jetzt, das die Möbius herbeigeführt haben. Anschließend war dann immer wieder das eine, also immer der ewige Kreislauf, und das seit mehr als 1000 Jahren verlief dieser. Das habe ich jetzt zumindest so weit hin hier mitbekommen. Dass immer so lange eigentlich ständig dieser ewige Krieg stattfand, der einfach immer inszeniert wurde von den Möbius. Einfach nur, damit sie eigentlich immer länger leben konnten, damit sie diesen ewigen Stillstand bewahren konnten. Und dann auf einmal kommen plötzlich drei Leute von Kevis und drei Leute von Agnes, die die Kraft von Ouroboros erhalten und mit ihrer Hilfe endlich einen Weg in die Zukunft öffnen. Und wie der wohl aussehen wird. Also, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, also ich bin eigentlich ja der Meinung, also ich hatte ja zwar Gerüchte gehört, dass Xenoblade Chronicles 3 eigentlich der letzte Teil dieser Reihe sein sollte,
Aber wenn ich ehrlich sein soll, da ist noch so viel Potenzial dahinter, dass da immer noch weitergehen kann. Warum eigentlich jetzt hier aufhören? Da kann immer noch mehr dazukommen. Ich meine, die Möglichkeiten sind unendlich. Die Zukunft ist unendlich. Wieso also aufhören, es einfach dabei zu belassen? Das ist jetzt erstmal so meine Meinung. Ja, was kann ich jetzt eigentlich noch dazu sagen? Also, zu dem Spiel allgemein. Also, eigentlich ist das jetzt hier eigentlich ja so gesehen noch nicht wirklich der letzte Part, denn ich habe eigentlich ja noch vor, noch eigentlich ja sozusagen Aftergame-Parts noch eigentlich ja hier zu machen, weil es ja immer noch zwei Heldenmissionen gibt, die ich unbedingt machen will. Die werden nämlich ja tatsächlich eigentlich ja nach Abschluss des Spiels freigeschaltet und die will ich mir ja natürlich unbedingt eigentlich ja noch hier sichern, dass ich diese beiden Helden noch dazu bekomme. Und deshalb, ja, ist das hier natürlich noch nicht der finale Part. Trotzdem will ich eigentlich ja hier noch ein kleines Fazit reinbringen. Und zwar, ja, ich habe dieses Spiel einfach wirklich genossen. Es gab zwar hin und wieder mal vielleicht ein paar kleine Problemchen, muss ich ja sagen, aber das waren eigentlich ja tatsächlich hier jetzt Probleme meinerseits wegen, naja, es sind erstmal eigentlich ja leider ein bis zwei Parts leider verschwunden. Weil es da irgendwie ja Probleme mit den Aufnahmen gab. Was natürlich ätzend war, das muss ich ja leider zugeben. Dann natürlich hatte ich auch zwischendurch eigentlich ja tatsächlich eigentlich auch irgendwie eine kurze Unterbrechung. Aus irgendeinem Grund ist das Spiel zwischendurch mal kurz abgeschmiert. Ging allerdings nicht richtig. Also ich hatte irgendwie aus irgendeinem Grund einfach mal plötzlich kein Videosignal mehr. Was irgendwie komisch war, aber naja gut, das hat sich auch zum Glück einigermaßen wieder gerichtet. Also das war eigentlich nur so ein kurzer Moment. Ja, aber was eigentlich ja kann ich jetzt zum Kampfsystem sagen? Also eigentlich gab es nicht allzu viel zu meckern, muss ich sagen. Also das Kampfsystem war an sich halbwegs gut ausbalanciert. Eine gute Mischung eigentlich ja quasi aus den Kampfsystemen von den ersten beiden Teilen. Also irgendwie beides miteinander vermischt. Also wir hatten ja zum Beispiel ja das Agnes-Kampfsystem, welches sich durch Autoangriffe auflädt. Das war ja der zweite, das war ja quasi das System aus Xenoblade Chronicles 2. Und dann ja natürlich eigentlich auch jetzt erstmal das Kampfsystem von Kavis, das die Kommandos immer mit der Zeit auflädt, was ja aus dem ersten Teil ja irgendwie nachempfunden wurde. Dann ja natürlich das Angriffskettensystem. Das war eigentlich auch schon mal sehr interessant. Also sobald man erstmal durchgestiegen ist, wie es funktioniert, ist es auf jeden Fall mega krass und vor allem sehr, sehr stark. Was ja natürlich ein bisschen doof war, war ja natürlich die Tatsache, dass jetzt eigentlich ja nur Heiler in der Lage waren, Gefährten wieder zu beleben. Das war natürlich eigentlich ja so ein bisschen die Sache, die jetzt etwas hart getriggert hat, aber mit einer gewissen Zeit war auch das ja kein Problem mehr, weil ich einfach zu schnell overpowered war. Ich meine, es war einfach wirklich kein Problem, schnell Erfahrungspunkte zu sammeln und im Level aufzusteigen. Das ging mega flott und wir sind dann eigentlich ja nach kurzer Zeit schon eigentlich ja allen anderen Gegnern einfach hier voraus gewesen. Was natürlich eigentlich auch Probleme gemacht hat, die Klassen zu leveln, weil das ist ja natürlich dann immer so ein bisschen der Nachteil gewesen. Und dann kam ja natürlich erstmal das mit den Klassen. Das gesamte Klassensystem, es war so viel, was man da hätte machen können. Es gab so viele Möglichkeiten, so viele Helden, die wir eigentlich ja hier freigeschaltet haben. Und wie gesagt, das ist eigentlich ja noch nicht mal ganz vorbei. Weil wie gesagt, zwei Helden kommen ja jetzt eigentlich ja jetzt hier nach dem Abschluss des Spiels. Quasi jetzt hier noch so ein bisschen Postgaming. Kommen zwei Helden sowie deren Mission noch dazu an. Und dann gibt es ja eigentlich ja natürlich auch noch die ganzen DLC-Sachen. Also da gibt es ja eigentlich auch erstmal im Erweiterungspass erstmal noch mal mindestens einen Helden. Wie viele insgesamt, das weiß man allerdings noch nicht so ganz genau. Aber mal sehen, was sich da machen lässt. Also ich würde vielleicht sogar versuchen, auch dafür noch mal irgendwie eine Heldenquest zu machen. Also sofern eine da ist, würde ich die Heldenquest machen und natürlich eigentlich auch hier fürs Let's Play noch irgendwie mit noch nachreichen. Das wäre jedenfalls eigentlich ja die Idee, die ich eigentlich ja richtig cool finden würde. So. Was war denn eigentlich ja noch so alles? Also wie gesagt, es ist so viel passiert in dem Spiel, dass ich eigentlich ja kaum alles zusammenfassen kann. Die Story war auf jeden Fall erstmal ziemlich krass. Man hat ja das erstmal anfangs ja natürlich nicht wirklich so kapiert, was eigentlich ja los war. Dann war ja natürlich erstmal noch die ganze Geschichte mit M und N, die ja eigentlich ja die Gegenstücke von Noah und Mio waren, die einfach mal irgendwie ja plötzlich so existierten. Vor allem, es ist ja irgendwie merkwürdig. Also die beiden existierten und dann waren ja auch Noah und Mio, die ebenfalls existierten. Was eigentlich ja gar nicht in diesem Kreislauf hätte möglich sein dürfen, weil es darf immer nur normalerweise eine Version von jeder Person
in dieser Welt existieren. Das war zumindest so von dem Möbius eingerichtet, aber trotzdem war es so, dass diese beiden doppelt existierten. Das ist immer noch so ein bisschen die Frage. Also ich habe da eigentlich auch noch nicht so ganz alles kapiert, was da los war. Vor allem, was jetzt eigentlich überhaupt mit dem Sohn von Noah und Mio war, also von M und N, also den ersten beiden quasi. Oh, es kommt noch erstmal eine Cutscene. Ich halte mal kurz die Klappe. Oh. Noah! What are you doing, man? They'll start the fireworks without us. Get a move on already, or all the good spots will be taken. Exactly, so come on, move it. Sorry, I zoned out for a sec. I'm coming. Stufen und Rastpunkte. An Rastpunkten kannst du unter Stufensteigern jetzt auch die Stufen absenken. Dafür erhältst du die entsprechende Menge Bonus-EP. Heldenausrüstung. Wähle Charakterausrüstung im Hauptmenü, um die Ausrüstung eines Helden anzupassen. Spezielle Waffen. Spezielle Waffen können unter Kleidung und Zubehör ausgerüstet werden. Sie geben deiner Waffe ein besonderes Aussehen. Nur für die Schwertkämpferklasse möglich. Da könnte ich also quasi das, ja, Monado ausrüsten. Ja, gut. Das war also nochmal kurz so eine kleine Schlussszene und eine leichte Erklärung, denn ja, ich habe jetzt eigentlich ja quasi hier eigentlich ja jetzt, denke ich mal, zwei Möglichkeiten. Erstens natürlich nochmal Spielstand speichern, um das Postgaming jetzt eigentlich ja quasi hier alles zu übernehmen, dass ich nochmal kurz vor dem Bosskampf nochmal wieder einsteigen kann, allerdings mit den ganzen Bonuskram, also jetzt noch alles Optionale erledigen, was jetzt eigentlich ja noch auf dem Spiel zu erledigen ist. Und vielleicht eventuell noch New Game Plus. Das war zumindest in den ersten beiden Teilen so. Ich denke mal, hier werden sie es auch nicht anders machen. Also, ja. Ich hatte ja noch eigentlich ja noch ein paar Sachen zu erklären. Und zwar ging es ja eigentlich ja da eigentlich ja noch um den Sohn von Noah und Mio. Es wurde eigentlich ja nicht viel so richtig darüber erklärt. Aber es könnte eigentlich ja durchaus sein, er war vielleicht eigentlich ja der Erste. Also quasi das erste neue Leben, das innerhalb dieses ewigen Stillstands entstanden ist. Und es gab ja eigentlich auch noch viele weitere. Also Noah und Mio sind zwar öfter mal wiedergeboren worden, haben dann immer jedes Mal 10 Jahre lang gelebt und in dieser Zeit wahrscheinlich immer wieder versucht, neues Leben in die Welt zu setzen. Das ist zumindest so meine Theorie gewesen. Bis es dann eigentlich ja irgendwann Noah dann doch gereicht hat, beziehungsweise er wollte es nicht immer wieder durchmachen müssen und eigentlich ja dann doch den ewigen Stillstand haben. Für sich, für Mio, und deswegen sind sie ja zu Möbius geworden. Das war jetzt eigentlich ja so vielleicht noch so mein Endgedanke in dieser ganzen Geschichte. Zumindest glaube ich mal, dass das so ist. Weil es wurde ja behauptet, die Leute der City wären allesamt Nachfahren der Ouroboros. Der ersten Ouroboros. Und zu denen gehörten ja auch Noah und Mio, also die ersten Versionen der beiden. Das ist eigentlich ja so mein Grundgedanke. Ja gut, aber Freunde, das war's dann tatsächlich mit der Hauptstory von Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch eigentlich ja soweit gefallen und ich hoffe, ihr seid eigentlich auch tatsächlich beim nächsten Mal dabei, wenn ich die ganzen Postgaming-Sachen noch erledige, beziehungsweise, ja, ich hatte ja vorgehabt, noch 2 Heldenmissionen zu machen, die jetzt eigentlich ja freigeschaltet sein müssten. Diese will ich natürlich ja noch machen, die will ich ins Let's Play reinbringen, also es ist hier noch nicht so wirklich der finale Part, aber es war das Finale der Story und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch sehr gut gefallen. Ich sage erstmal vielen Dank hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!